Es gibt ja manche Pokémon, die sind lediglich männlich, es gibt manche Pokémon, die sind lediglich weiblich. Und ich habe mir für zwei Videos jetzt eigentlich mal überlegt, was wäre denn, wenn wir uns jetzt einfach mal Pokémon ausdenken, zum jeweils anderen Geschlecht von einem Pokémon, wo es halt nur ein Geschlecht gibt. Dann habe ich angefangen und habe so erstmal weibliche Pokémon genommen, mir männlich ausgedacht, dann wollte ich so noch mal andersrum machen, einfach why not? Dann habe ich gemerkt, abgesehen von der Rabauz-Reihe mit seinen Entwicklungen und auch Karadonis und Jutesto, hat jedes männliche Pokémon ein weibliches Gegenstück. So, wir haben halt Nidoking. Wir haben auch so inoffizielle Gegenstücke, nenne ich es jetzt einfach mal, wie Tauros oder Miltank. Dementsprechend, I'm sorry, ich kann nicht wirklich ein Video zu machen, wenn quasi männliche Pokémon jetzt ein weibliches Gegenstück haben, weil die meisten haben das einfach schon. Deswegen, ich wollte es nochmal klarstellen. Wir machen heute aber 5 weibliche Pokémon und wir denken uns einfach mal männliche Gegenstücke dazu aus. Wenn ihr die übrigens zeichnen wollt oder sowas, have fun. Lasst euch gerne inspirieren. Schickt mir die gerne auf Insta oder so. Mein Insta ist unten verlinkt, by the way. Fangen wir an mit Hornweisel, was glaube ich so eins der bekanntesten und auch meiner Meinung nach eins der Pokémon ist, die man am leichtesten einfach in eine männliche Variante umändern kann. Und zwar, wir haben hier eine Bienenkönigin. Natürlich brauchen wir jetzt eine Arbeiterbiene. Denn die sind immer männlich, während natürlich die Königin immer weiblich ist. Und so eine kleine Arbeiterbiene, so als Kämpfer, wäre das doch eigentlich ziemlich cool. So ein Käferkampf-Pokémon, so eine kleine Biene, vielleicht, keine Ahnung, gibt man der noch so ein bisschen Ritterrüstung-mäßig was, damit die wirklich so wie ein Ritter-mäßig aussieht. Das wäre cool und ich würde die Biene oder die männliche Biene tatsächlich auch recht fragil, aber dafür halt auch sehr offensiv gestalten. Also Hornweisel ist ja generell eher ein bisschen defensiver, so von seinen Werten her. Und auch es hat so Attacken wie Schlagbefehl und Heilbefehl, auch wenn es, glaube ich, die Attacken teils jetzt nicht mehr gibt. Ich glaube, es gibt keinen Heilbefehl mehr, weil das Ding jetzt einfach nur Ruheort kann. Aber auf jeden Fall wäre das meiner Meinung nach eigentlich eine ziemlich coole Idee, da so eine Arbeiterbiene draus zu machen. Und was ich noch cool finden würde, wenn das ein Käfer-Pokémon wäre, welches Feuerattacken einsetzen kann. Warum? Das ist bei Bienen nämlich ganz interessant, die schmelzen einfach ihre Gegner. Also vielleicht kennt ihr das so, wenn Bienen tatsächlich von so Wespen oder sowas oder Hornissen angegriffen werden, dann sammeln sich diese Bienen um diese Hornisse rum und durch die Körperwärme der Bienen schmilzt einfach die Hornisse. Das ist unfassbar brutal. Aber ich fände es cool, wenn dadurch einfach die so eine Signature-Attacke halt machen würden, die vom Typ Feuer wären. Dann hätten wir ein Käfer-Pokémon, das eigentlich nichts mit Feuer zu tun hat, aber dann mit Feuerattacken angreifen kann. Das wäre doch quasi so. Oder es kriegt eine Fähigkeit, die nennt sich Schmelzkörper. So, wenn der Gegner das Pokémon berührt, so dann wird es halt safe verbrannt oder sowas. Oder kriegt jede Runde Schaden, weil es anfängt zu schmelzen. So jede Runde mehr. So ein Toxin in Burn bei Berührung. Das wäre doch eigentlich was Cooles, oder? Das nächste rein weibliche Pokémon, das wir jetzt einmal behandeln werden, ist Amphira. Amphira, jetzt mal for real. Wie viele Leute von euch, die Amphira geshiny hunted haben, haben als allererstes ein männliches Shiny Mollunk bekommen, ne? Weil das Ding ist ja auch eher männlich und nur die weiblichen entwickeln sich weiter. Ich habe damals auch Amphira in mein Team mitgenommen, als ich zum ersten Mal Sonne und Mond durchgespielt habe. Und ich muss auch wirklich sagen, ich habe gegoogelt. Damit mir das eben nicht passiert. Allerdings stört mich eine Sache bei Amphira auch wieder. Und zwar, dass es so ein bisschen auf, weiß nicht, zwei Beinen steht. Ich sehe bei einem Salamander, was unter anderem auch die Inspiration für Amphira ist, eher 4 Beine. Dementsprechend machen wir jetzt ein männliches Amphira und nennen es, keine Ahnung, voll klassisch Amphiro und geben dem jetzt vom Aussehen her einmal das klassische Feuersalamander-Aussehen, das wir schon im Kindergarten gelernt haben, und zwar dieses schwarz-gelbe. Das würde auch dann tatsächlich passen mit Feuersalamander, natürlich das Feuer-Typing und dass die halt teils auch giftig sind. Da passt dann auch noch mit dem Gifttyp. Ich würde das Ding allerdings auf allen Vieren lassen, so, wir können ja trotzdem Amphira so ein bisschen stehen lassen auf zwei Beinen, aber keine Ahnung, Amphiro darf halt wirklich gerne auf allen Vieren bleiben und ich würde Amphiro dann auch eher so ein bisschen physisch machen, denn wie cool wäre es, wenn wir die Attacke Feuerpeitsche, was glaube ich die Signature-Attacke von Phonifras ist, einmal für Amphiro nehmen würden, der halt so mit seinem Salamander-Dick so einfach slappt und eventuell mit einer Feuerattacke vergiften kann. Wäre doch auch was ganz Cooles, oder? Drittes Pokémon und ich schwöre, jetzt wird es ein bisschen weird und gleich mal eine Warnung. Es gibt eventuell gleich ein paar nicht anzügliche, ja, bedeutet, es ist schwierig, okay, also don't know. Ich werde es mal so umschreiben, dass es freundlich für jüngere Leute bleibt, okay? Wir haben nämlich Fruyal und Fruyal hat die Hips, die nicht lügen. Das wissen wir schon seit Shakira, aber Fruyal ist halt eine Queen, eine Königin, die ist rein weiblich. Dann habe ich mir überlegt, okay, machen wir jetzt einfach ganz classic so ein König dazu und dann dachte ich mir aber so, nee, weil dann habe ich gelesen, was unter anderem auch eine Inspiration von Fruyal ist und es gibt da so 4 Buchstaben, die nennen sich BDSM. Fruyal hat auch, ich nenne es einfach mal, sehr hohe Stiefel an. Es entwickelt sich, wenn seine Vorentwicklung die Attacke Stamm verlernt. Ich glaube, ihr könnt mir eventuell folgen und wenn ihr es nicht könnt, alles gut, eure Zeit ist noch nicht gekommen.
Dann dachte ich mir, okay, wir brauchen halt einen Sub als männliches Gegenstück. Das wäre unfassbar witzig. Und ich sehe jetzt schon die Kommentare, wie sich die Leute aufregen. Oh mein Gott, das ist viel zu sexy Stuff für Pokémon. Ich find's funny. Und zwar machen wir keinen König zu Fruyal, wir machen einen Hofnarren. Und dieser Hofnarr ist vom Typ Boden. Beziehungsweise Hofnarr oder Clown, einfach so halt der, der die Königin halt quasi einfach belustigen soll. Der ist auch noch vom Typ Boden, was halt auch noch darauf anspielt, dass Fruyal halt ein Pflanzen-Pokémon ist und damit eine Stärke quasi gegen den Typ Boden hat. Und die Signature-Attacke von Fruyal ist halt auch Tropenkick, was halt einfach, ich nenne es mal das Stompen so ein bisschen, ja, symbolisiert und was auch sehr effektiv gegen eben das männliche Fruyal ist. Keine Ahnung, wir nennen ihn Frugo oder sowas, ich weiß es nicht, kein Plan, sucht euch selber einen Namen aus. Ist die Idee too much? Regen sich dann Leute wieder auf wie bei Ballonda, was ich ein bisschen lächerlich finde, aber ich finde es eigentlich ein bisschen funny, aber kein Scheiß, Fruyals Design basiert halt unter anderem auch wirklich darauf ein bisschen und jetzt, wenn man das alles so zusammenkriegt, dann realisiert man das und denkt sich, wow, kinky. Kommen wir jetzt aber zu Kangama, eins der ältesten reinen Pokémon, die nur weiblich sind. Es gibt bis heute keinen Kangomo oder sowas, aber was kann man bei Kangama als Mutter machen? Wir brauchen jetzt natürlich einen Vater und Kangama basiert halt unter anderem auch im Känguru. Und ich habe mir überlegt, okay, das perfekte Gegenstück wäre jetzt eigentlich voll der krasse Känguru-Boxer. Kennt ihr die Yu-Gi-Oh!-Karte des Känguru? So ein bisschen. Oder Meister von Oz, auch wenn der natürlich eher Richtung Koala geht. Das wäre halt auch noch irgendwie cool. So, wir können dem auch wirklich tatsächlich so ein bisschen Boxhandschuhe geben oder wir geben dem so diese Körperpanzerung, die Kangama hat, eventuell halt so nochmal ein bisschen an den Fäusten oder so. Und dann haben wir halt auch einfach ein männliches Kangama und das ist halt dann wirklich der Vater davon, weil es wäre doch sinnvoller, wenn es auch einen Vater geben würde, weil es wird halt oft immer nur von der Mutter gesprochen. Und ich meine natürlich, wenn ein Kangama weiblich ist und sich mit anderen Pokémon paart, wird da auch immer ein Kangama bei rauskommen. Das heißt, in der Theorie ist es richtig, dass es nur weibliche Kangama gibt. Aber trotzdem, so ein männliches Kampfkänguru wäre doch cool. Wäre doch was. So ein normales Kampf-Pokémon, so basierend auf einem Känguru. Wie gesagt, das Känguru. Damit sind wir auch beim letzten Pokémon für heute. Und das ist Alcremie bzw. Pokusan. Und ich habe das Design gesehen und dachte mir, okay, das ist rein weiblich. Erstmal wusste ich nicht. War ich auch erstmal ein bisschen überrascht. Aber ja, Alcremie ist tatsächlich komplett weiblich. Also Pokusan. Falls ich Alcremie sage, meine ich by the way Pokusan. Es ist basically einfach ein Sahnestückchen. In seiner Giga-Dynamax-Form ist es eine Riesentorte. Und es hat Erdbeeren am Kopf. Das ist also das, was wir jetzt als weibliches Gebäck darstellen. Was ist männliches Gebäck? So, weiß nicht, so. Da nimmst du kein Mehl, da nimmst du Testo. Ich habe keinen Plan. Ich habe mir überlegt, wie wäre es, wenn wir so ein Gegenstück machen, nur statt Torte machen wir einfach einen Muffin. Weil, come on, jeder liebt Muffins, oder? Gibt es irgendjemanden, der Muffins nicht macht? Muffins sind doch nichts anderes als kleine Törtchen, oder? Das ist ja, Muffin ist ja relativ ähnlich zu einem Cupcake und Cupcakes heißen ja schon Cupcake, also Tassenkuchen, so kleine Küchlein und wie gesagt, Giga Alcremie ist eine riesige Torte. Deswegen machen wir einfach so einen kleinen Muffin-Mann. So einen Muffin-Man einfach. Da kannst du dann auch, keine Ahnung, Schokostückchen reinpacken oder machst Bananen oder sowas. Ich weiß nicht, ich finde das funny. So, und die Signature-Attacke ist einfach Zuckerschock. Ich weiß es doch auch nicht, okay. Ich hatte viel zu viel Spaß bei diesem Video, als ich mir das ausgedacht habe. Ich meine, Fruyal hat mich schon gebrochen. Und jetzt noch Muffin-Man mit Zuckerschock-Attacke. Ich bin voll dafür. Ich bin halt wirklich absolut dafür. Habt ihr bessere Ideen für die Pokémon? Seid ihr mit irgendwas voll zufrieden? Seid ihr mit irgendwas nicht zufrieden? Habt ihr ein Problem mit dem Design von Fruyal? Dann meldet euch doch bitte nicht bei mir, sondern keine Ahnung, fresst in euch rein. Ich weiß es doch nicht. Aber ich fand es auf jeden Fall ziemlich cool. Lasst mir gerne eine positive Wertung da. Lasst auch gerne ein Abo da. Das wäre auch cool. Dann können wir weiter auch wieder auf dem Kanal ein bisschen mehr Videos bringen. Von dem her, ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag und man sieht sich beim nächsten Mal. Bis dann und es gibt leider, wie gesagt, wahrscheinlich kein passendes Video oder so, wo man nochmal das Ganze umdrehen kann. I'm sorry.